Servus Leute und seid herzlich willkommen zur ersten Folge der Manchester City Karriere. Ich habe leider nicht das richtige Zeug an, denn das ist von der Jahn-Karriere. Die seht ihr bald, die nächste Folge. Aber heute geht's hier mal um Manchester City. Von denen habe ich leider noch kein Outfit. Vielleicht kommt ja eins, vielleicht aber auch nicht. Und hier aktivieren wir zuerst mal alles und gehen dann hier auf Manchester City. So, 150 Millionen Transferbudget. Und dann gehen wir rein. Wir stellen unseren Trainer. Das bin natürlich ich, Luki Perni. So, dann hier noch ein bisschen anpassen. Dann machen wir das so. Dann gehen wir hier weiter. Hier stellen wir mal 7 Minuten ein. Und wir sind auch hier in der Champions League vertreten. In der Gruppe E mit Sporting Lissabon, Celta Vigo und Frankfurt. Das speichern wir und dann starten wir die Karriere. Wir haben eine Turniereinladung erhalten und wir nehmen natürlich das, wo es am meisten Kohle gibt. Und dann sind wir schon angekommen hier im Menü der Karriere mit Manchester City. Und das ist die Mannschaft, aber an der werde ich jetzt noch ein bisschen verändern. Mein Deutsch ist mal wieder perfekt. Und das ist unsere Aufstellung, mit der wir diese Karriere spielen werden. Ich werde zwar nicht jedes Spiel spielen, aber schon viele. Also ein paar mehr wahrscheinlich als in der Jahn-Karriere. Heute vielleicht noch keins, aber in der nächsten Folge auf jeden Fall eins. Und die Ziele sind ganz einfach und zwar einfach nur gewinnen. Und um unsere Mannschaft zu verbessern, haben wir 240 Millionen Euro zur Verfügung. Und ich habe hier schon mal den ersten Spieler. Ich versuche unter der Freigabesumme ihn zu bekommen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann natürlich mit der Freigabesumme. Und zwar ist es David Alaba und ich hoffe, dass wir den gleich mal hier für 50 Millionen bekommen können. Sie fordern 66. Das ist genau der Wert des wie heißt das jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir David Alaba jetzt für 60 Millionen Euro bekommen. Ist auf jeden Fall ein guter Deal. Vielleicht hätten wir ihn ja für ein paar Euro weniger bekommen können. Aber jetzt müssen wir erstmal hier den Vertrag verhandeln. Und er will ein wichtiger Spieler sein, natürlich. 5 Jahre ist auf jeden Fall auch dabei. Wir übergeben mal die Freigabesumme. Das ist jetzt behindert, weil sowas hast. Wir geben ihm jetzt einfach mal 270 Euro. Okay, David Alaba will also 270.000 Euro bei uns wöchentlich, glaube ich, sollte es sein, verdienen und das bekommt er natürlich auch. Das soll nur eine Fun-Karriere sein, also hier wird nicht auf Ernst gemacht, sondern schon eher auf den Spaß wird Wert gelegen hier. Wir simulieren das erste Mal in dieser Karriere weiter und zwar zum ersten Spiel des Vorbereitungsturniers. Hier rechts sehen wir auch Manchester City gewinnt Rennen um Alaba. Und hier ist das erste Spiel gegen Santos. Hat da nicht mal Ronaldinho noch gespielt? Keine Ahnung. Und es endet 5:1 für uns und Ederson verletzt sich. Ich hoffe mal nichts Schlimmes. 2 Tage, also das kann man auf jeden Fall mal machen. Das erste Transferangebot für Ilkay Gündogan ist schon so ein Spieler, den ich abgeben könnte. Aber natürlich muss der Preis auch stimmen. So 70 Millionen, frage ich mal. Vielleicht haben sie ja das Geld. 60 Millionen. Gehen mal ein bisschen runter auf 65. Nee, wir machen erstmal 67. Und ich fordere 65 Millionen, aber der lehnt ab. Ich weiß jetzt auch nicht, warum. Der hat 63 Millionen, dann bin ich auf 65 runter und das lehnt er dann ab. Ist schon ein bisschen komisch. Nächstes Spiel gegen Dallas. Ich glaube, das ist ein Club aus der MLS, sollte es sein. Und wir gewinnen 1:1. Wir gewinnen 1:1. Wir gewinnen 1:0 durch die Bräune in der 71. Minute. So, wir wollen Rugani verpflichten. Sie nehmen direkt 30 Millionen an. Ich glaube, das war auch ein bisschen zu viel. Rugani verdient also jetzt 115.000 Euro pro Woche bei Manchester City und spielt ab sofort bei uns in Manchester. Das nächste Spiel steht an gegen Juventus Turin und da erwarte ich natürlich auch einen Sieg. Rugani bleibt zuerst mal nicht.
Lugani bleibt zuerst mal zu Hause und wir gewinnen 2-0 souverän. Und damit stehen wir im Halbfinale gegen Atletico Madrid. Wir sind kurz vorm Halbfinale gegen Atletico Madrid. Das wird natürlich auch simuliert. Und ich hoffe, wir ziehen damit jetzt auch ins Finale ein des Vorbereitungsturniers. Und das ist auch der Fall. Wir gewinnen 3-1. Das Finale ist gegen FC Barcelona. Und natürlich will ich gegen die auch gewinnen und damit auch das ganze Vorbereitungsturnier. Aber zuerst noch hier ein Transferangebot für Otamendi. 41 Millionen Euro bietet Stoke City. Aber ich denke, die haben keine Kohle mehr, weil sie dauerhaft auf 41,7 sind. Deswegen lehne ich einfach ab. Und da ist es, das Finale gegen Barcelona. Und ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Wir lassen es durchlaufen. 10 Minuten noch nichts passiert. Alaba mit einer gelben Karte und Messi mit dem 1-0 für Barcelona. Wir sind 17. Ich hoffe natürlich, dass wir gleich eine Antwort noch bringen. Es läuft schon die 60. Minute. Suarez verletzt sich. Ich hoffe mal, dass wir hier noch mindestens ein Tor schießen. Sterling mit dem Ausgleich. Aber 3-4 verlieren wir dann im Elfmeterschießen. Bitter. Sehr bitter. Sonst gewinnt ja immer die Heimmannschaft, aber dann auch nicht, wenn du selbst die Heimmannschaft. Gibt irgendwie keinen Sinn. Und ein sehr interessantes Angebot von Dortmund für Vincent Kompany. 31 Millionen haben sie geboten. Vielleicht bekommen wir ja noch mehr raus. Und sie lehnen 42 Millionen ab. Ich weiß auch nicht, warum die immer was ablehnen, was irgendwie nur 4-5 Millionen drüber ist, was geboten haben. Also das checke ich hier nicht. Damit ist jetzt gleich der Juli auch schon zu Ende. Und zwar werde ich jetzt die erste Folge der Manchester City Karriere schon beenden. Und wir machen dann in der nächsten Folge mit dem August weiter. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, schmeißt doch noch einen Daumen rein, wenn es euch gefallen hat. Haut auch noch gerne ein Abo rein. Natürlich nicht ein Abo rein. Ein Abo rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht sogar noch diesen Februar die 400, wir sind erst bei 377, die 400 Abonnenten knacken würden, wäre auf jeden Fall krank. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.